Kuckuck, unser kleiner Seiltrick ist natürlich keine Magie, sondern wie immer einfach nur gewusst wie. So, wir nehmen nämlich ein Seil, ungefähr, ich empfehle euch, ja, so eine gute Armlänge und das Ganze mal zwei und verknotet das Seil, dass man quasi einen Kreis hat, ein Lasso. So, ne, das sieht dann aus wie so ein riesen Lenkrad. Dann empfehle ich euch, den Knoten in die eine Hand zu nehmen und das Seil, um das zu legen, was man entfesseln will. Zack. Das Ganze sieht dann so aus. Wie gesagt, Knoten eine Hand, das andere Ende des Seils in die andere Hand. Und jetzt kommt der Zaubertrick. Ihr macht nämlich nichts anderes, als die Seite ohne Knoten loszulassen und mit der Hand umzugreifen. Das heißt, beide Hände am Knoten zu haben. Und dann ruckartig sozusagen das Seil am Knotenende auseinanderziehen. Das sieht dann so aus. Ich mache es ganz langsam. Loslassen, zack, umgreifen und ziehen. Und schon habt ihr es entfesselt. In schnell sieht es dann so aus.